Schönen guten Tag, ich hatte eine Millionen-Dollar-Idee. Das Pizza-Phone. Das Smartphone für Pizza-Liebhaber. Ich als Business-Profi mache dann Marketing und Product Development und du machst dann die rechtlichen Sachen. So was wie Steuern, Gründen, ganz Zeug halt, ja? Ah ja. Also ich finde es ja schön, dass du mich dafür in Erwägung ziehst, aber ich muss sagen, die Idee wirkt jetzt nicht so erfolgsversprechend. So gibt es Instant-Pizza-Lieferung und großen Verschleiß. Dann müssen die ganze Zeit neue Geräte gekauft werden. Ist nicht so wie bei Apple. Außerdem habe ich schon ein Angebot für die wichtigsten Teile. Zum halben Katalogpreis. Wie viel kostet denn der Katalog? Ah, keine Ahnung, wie viel das Lüge gekostet hat. Na, okay. Hast du schon einen Businessplan gemacht? Ja, dann zeig doch mal. Ja, der ist in meinem Kopf. Erstens, wir gucken, wie viel wir das kaufen wollen. Zweitens, herstellen. Natürlich in China. Und drittens, Geld verdienen. Okay, ich glaube, ich, tschüss. Okay, tschüss, dann suche ich mir halt jemand anderen. So, ich mache jetzt Casting und suche einen Businesspartner. Nein. Geht los. Ah, gestoßen. Schönen guten Tag, wie heißt du? Schönen guten Tag, ich bin der Jonas. Beherrschst du die doppelte Buchführung? Sogar die dreifache. Die dreifache? Fliege. Ja, einmal die mit dem richtigen Umsatz und Erlös, einmal die mit dem kleinen Gewinn für die Teilhaber und dann mal die mit dem Verlust fürs Finanzamt. Okay. Das ist aber nicht ganz so legal. Ich melde mich vielleicht nächste Woche mal bei dir. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Nächster, schönen guten Tag, wer bist du? Schönen guten Tag, ich bin der Philipp. Wie würdest du dich am besten beschreiben? Ja, am liebsten verbal. Ich habe aber auch einen Tanz vorbereitet. Ah, okay, das reicht schon. Ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen. Nächster, schönen guten Tag, wie heißen Sie? Jonas? Was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Warum bist du nicht pünktlich? Du hast mir doch gestern gesagt, ich soll gefälligst zu Hause auf Instagram gehen. Ah ja, dann sehr gut. Sind keine Kandidaten mehr da? Nö. Das sieht nicht gut aus. Stell dir vor, ich fahre im Auto und halte eine konstante Geschwindigkeit. Links von mir ist ein Abgrund, da ist ein Abhang. Rechts ist ein riesengroßes Feuerwehrfahrzeug und es hält die gleiche Geschwindigkeit wie ich. Vor mir galoppiert ein riesiges Schwein. Es war so riesig, ich konnte einfach nicht überholen. Hinter mir hat mich ein Helikopter auf Bodenhöhe verfolgt. Und die haben einfach die gleiche Geschwindigkeit gehalten wie ich. Und was hast du dann gemacht? Ah, ich bin vom Kinderkarussell abgestiegen, hab mir vorgenommen, auf alle Fälle weniger zu trinken. Aha. Ich glaube auch, das war eine ganz gute Idee. Ich bin einfach kein Geeigneten. Ich glaube, ich muss alles alleine machen. Ich werde dieses Boot auf den Markt bringen. Und ich werde Millionär. Ich fange mal an zu googeln, was ich überhaupt machen muss. Schönen guten Tag. Heute hat mein Nachbar um 3 Uhr nachts bei mir geklingelt. Vor Schreck bin mir fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Ja, richtiger Drecksteck. Also, ich muss jetzt einen Antrag auf uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit eines Minderjährigen stellen und dazu auch einen Businessplan erstellen. Also, entwickle ich erstmal das Produkt. That is it. Ich sage mal, das hier ist 2 zu 1 groß. 12,44. Ich finde 1,5 zu fett, aber 1 ist irgendwie zu klein. Mach ich 1,4. So, das ist natürlich abgerundet. Nice, aber nicht fertig. Das ist cool. Und ich als Marketing-Profi mach natürlich auch noch eine Landingpage. Das kann nicht schaden. Ich muss erstmal überlegen, was ich überhaupt draufschreibe. Ich habe da irgendwie so einen richtigen Profitext drauf, weißt du? Aber ich habe mal gerade gegoogelt hier, wo man drauf achten muss. Zielgruppe. Pizza-Liebhaber. PP. GG. Alliteration. Alliteration sind einfach nice Sachen, kann man nichts sagen. Wenn du ein bisschen dumm, wenn das jetzt nicht funktioniert, das Produkt, weißt du, wenn irgendwas passiert und dumm und einfach die ganze Scheiße aufgehalten wird, wenn nicht so nice. Aber bist du bestimmt nicht, oder? Ich war gerade 3 Mal an der Bushaltestelle und ich bin nicht mit dem Bus gefahren. Ein Busfahrprofi. Noch ein Versuch jetzt. Jetzt hat es gerade zu, aber heute Mittag gehe ich nochmal hin. Hey Tag, bist du schlau? Ja. Was kannst du? Wie, was kann ich? Hast du Haustiere? Ja, einen Hund. Nice. Ja, mein Hund hat Kleinwagen. Ja, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Da waren andere Hunde doch auch. Ja, aber meiner fängt sie und vergräbt sie im Garten. Ja, das ist nicht so nice. Bist du Profi? Klar. Saustark. Dann lass mal ein Geschäftspartner werden. Okay, machen wir. Die Landingpage ist in den Kommentaren und der Beschreibung verlinkt. Geh mal drauf, die ist saustark. Jetzt können wir beide reich werden. Wir fahren jetzt gleich zu IHK, um einen Businessplan zu besprechen. Und dann können wir das Gewerbe anmelden. Der Hammer! Hier ist jetzt die nächste Folge verlinkt. Du musst nächste Woche kommen. Du kannst aber auch was anderes gucken. Tschüss.